Herzlich willkommen bei Raspberry Co. Heute möchte ich euch die Yi Home Kamera vorstellen. Das ist eine IP-Kamera, die sich zu Hause per WLAN im Heimnetzwerk verbindet. Ja, die Live-Bilder kann man dann auf seinem Smartphone ansehen. Man benötigt dazu einfach die passende App von Yi und dann kann man eben die Bilder live verfolgen oder auch rückwirkend sich anschauen. Ja, das Ganze ist verschlüsselt, also die Videoübertragung ist verschlüsselt, das heißt, kein Zweiter kann damit drauf zugreifen. Zusätzlich kann man auch noch eine PIN vergeben, damit man nur mit dieser einen PIN auf die Kamera zugreifen kann. Gut, was bietet diese Kamera? Das steht hier ein bisschen hier beschrieben. Es ist eine 720p Kamera, also HD-Qualität. Real-Time Livestreaming, ja, wie schon gesagt, die Live-Bilder kann man auf sein Smartphone verfolgen. Activity Alerts, das heißt, Bewegungen können wahrgenommen werden. Man kann die Kamera nämlich so einstellen, dass man eine Meldung bekommt auf sein Smartphone, wenn eine Bewegung registriert wird. Dann, hier steht es, 111 Grad Panoramic View, also ein Breitbild-Video mit vierfach Zoom. Also einen digitalen Zoom, den man am Handy dann praktisch machen kann. Ich zeige es dann nachher mal. Dann ein Infrared Night Vision Sensor. Das heißt, man kann Nachtvideos machen. Das heißt, die Kamera stellt sich automatisch auf diese Infrarot Night Vision ein, falls es dunkel ist im Raum. Ja, und ansonsten kann man auch noch die Videos auf eine SD-Karte, auf eine Micro-SD-Karte speichern. Das macht man hier an der Seite. Diese SD-Karte kann übrigens 8 bis 32 GB groß sein. Ja, das Einrichten ist relativ einfach, das werde ich euch jetzt mal zeigen. So, jetzt stecke ich mal die Kamera an. Mitgeliefert wird auch so ein langes USB-Kabel. Am anderen Ende ist ein Micro-USB-Kabel, Micro-USB-Stecker, den muss man in die Kamera anstecken, das ist hier unten. Hier. Und am anderen Ende normales USB. Das kann man dann hier auch in den mitgelieferten Adapter einfach anstecken. Allerdings ist hier so ein US-Stecker, den werde ich hier nicht anstecken können, es sei denn, ich hätte einen Adapter. Habe ich zwar, aber der ist anderweitig in Benutzung. Deswegen habe ich hier einfach einen USB-Adapter genommen von einem alten Handy. Den kann man genauso gut benutzen. Ja, dann stecken wir den mal an und dann startet auch die Kamera. Dann hört man im Hintergrund, was er gerade macht. Gleich wird er uns was erzählen. Währenddessen hole ich mal mein Handy raus. Welcome to Yi Home Camera. Powering on. Please wait. Okay, wir warten. Währenddessen zeige ich mal kurz die App. Die kann man aus dem Play Store oder App Store herunterladen. Es heißt Yi Home. Da drückt man einmal drauf, wenn man es installiert hat. Und jetzt muss man erstmal kurz warten, bis die Kamera bereit ist. Waiting to connect. Okay, das heißt, er ist jetzt bereit, damit wir die App mit der Kamera verbinden können. Gut, dazu gehen wir dann hier in diese App. Man muss sich vorher anmelden bei Yi. Man muss einen Account erstellen. Habe ich auch schon gemacht. Deswegen kann ich dann hier oben rechts mit dem Plus-Symbol eine Kamera hinzufügen. Ich habe ja diese 720p-Version, das ist also die Kamera hier oben. Es gibt auch diese 1080p-Version, aber ich habe eben diese hier. So, dann steht hier unten ein Button. Ich habe auf Verbindung warten gehört. Okay, ist jetzt auf Englisch, waiting to connect, habe ich gehört. Also hört man jetzt immer wieder im Hintergrund. Ja, kann man draufdrücken und dann kommt man zum WLAN verbinden. Also der verbindet sich hier auch automatisch mit dem WLAN, wo man gerade eben verbunden ist. Das ist mein WLAN hier. Passwort habe ich schon mal eingegeben, habe ich schon gespeichert, deswegen ist es hier schon drinnen. Gut, das ist eigentlich ganz einfach. Dann drücke ich auf WLAN verbinden. Please face the QR code towards the camera lens and wait for it to scan. Genau, jetzt hat er erzählt, dass wir mit der Kamera diesen QR-Code auf dem Handy scannen müssen. Das ist ein bisschen komisch, habe ich so auch noch nie gesehen, aber es funktioniert. Man muss einfach so... Das ging schnell. Er hat gesagt, er hat den QR-Code erkannt und jetzt würde er sich mit dem WLAN verbinden. Ja, wenn das geschehen ist, dann kann man hier auf den Button Nächstes klicken.
und da steht dann, Verbindungsprozess dauert 1 bis 2 Minuten. Die Kamera hat schon gesagt, Wi-Fi ist connected. Sieht also schon mal ganz gut aus. Das Ganze habe ich auch mal mit einem Android-Handy versucht. Da habe ich es irgendwie nicht geschafft. Also der ist hier an dieser Stelle gescheitert. Weiß nicht, ob es an meinem Handy liegt oder Android, ich weiß es nicht. Deswegen habe ich mein iPhone mal rausgeholt und mit dem hat es dann auf Anhieb geklappt. Und wenn man es einmal eingerichtet hat, dann funktioniert es auch auf den Android-Handys. Weiß nicht, kann ich jetzt nicht beurteilen, ob es auf allen anderen Android-Handys auch Probleme gibt. Ich habe ein bisschen im Internet gelesen, dass es da Probleme wegen dem Standort gibt, wie auch immer. Aber als Workaround kann man sich dann ja auch ein iPhone-Handy mal irgendwie mal von einem Kollegen leihen. Und wenn es einmal eingerichtet ist, dann funktioniert das Ganze ja auch. Gut, das dauert noch einen kleinen Moment. Jetzt ist Pairing. Pairing is successful. You can start using your camera now. Jawohl. Verbunden. Also dann kann man hier unten auf mein Yi jetzt verwenden. Dann stelle ich mal die Kamera hin. So, genau, jetzt sehen wir meine Heizung, ganz toll. Ja, dann zeige ich ganz kurz mal so in der App, was man da machen kann. Also, hier kann man eben die Kamera anschauen live. Ich halte mal meine Hand kurz davor. Mit minimalste Verzögerung, aber das ist ja, denke ich, relativ egal. Man kann hier noch umstellen, von der Qualität her, meine ich, auf SD oder automatisch oder HD. Ja, wenn man einmal hier drauf drückt, dann kann man auch rückwärts zurückschauen. Zum Beispiel jetzt ein paar Sekunden zurück. Da haben wir das Bild von meinem Fenster. Und wenn man wieder ganz vorgeht, dann hat man das Live-Bild. Ja, hier unten sieht man so ein paar Aktivitätsmeldungen. Das ist noch von meinen vorigen Tests. Das werde ich auch gleich mal zeigen. So, man kann auch zoomen. Mit den Fingern einfach so, ein Vierfach-Zoom, wie ich es ja schon vorhin gesagt habe. Oder ganz rauszoomen, dann sieht man eben das komplette Bild. Oder eben so. Jawohl, dann gehen wir doch mal in die Einstellungen, weil da kann man ein bisschen was tun. Einmal kann man die Kamera generell ein- und ausschalten, den Kameranamen einen Kameranamen vergeben, zum Beispiel für Wohnzimmer, Keller, was auch immer, wenn man mehrere Kameras hat, weil hier in dieser App kann man mehrere Kameras auch einspeichern. Ja, dann gibt es hier die Einstellungen. Soll dieses Statuslicht vorne eben leuchten. Man kann das Bild um 180 Grad drehen. Soll die Nachtsicht aktiviert sein, ist standardmäßig aktiviert. Also wenn es dunkel wird, dann würde automatisch in die Nachtsicht gehen. Dann ist alles so schwarz-weiß. Es kann wirklich fast stockdunkel sein und man sieht alles wirklich sehr, sehr gut. Dann die Zeitzone kann man hier reinstellen und hier zeigt er noch die aktuelle Version. Erkennungseinstellung, das finde ich ziemlich cool. Activity Detection. Also wenn die Kamera eine Bewegung bemerkt, dann kriegt man hier eine Meldung auf dem Handy, dass irgendwas passiert ist. Und hier kann man auch die Empfindlichkeit einstellen. Zwischen niedrig, mittelhoch. Also wenn so kleine Bewegungen sind, die uninteressant sind, dann stellt man es halt eher so auf niedrig. Wenn man wirklich jede kleinste Bewegung mitbekommen möchte, dann stellt man es relativ hoch ein. Alarmhäufigkeit, also wie oft soll er eine Meldung geben, wenn jetzt zum Beispiel eine Bewegung da war und nach 5 Sekunden oder ich weiß nicht, nach einer Minute bewegt sich nochmal was, soll dann nochmals eine Meldung kommen oder möchte man sagen, nee, mir reicht's ja, es war eine Bewegung da, in den nächsten paar Minuten brauchst du mich jetzt nicht nochmal erinnern oder eine Meldung geben, falls sich wieder was tut und da kann man eben auch einstellen, niedrig oder hoch. Hier macht eigentlich niedrig mehr Sinn, meiner Meinung nach. Zeitplanung, hier kann man einstellen, wann er eben das Ganze tun soll. Den ganzen Tag oder personalisiert. Muss man das irgendwo hier einstellen? Das habe ich selber noch gar nicht gemacht. Genau, man geht hier einfach rechts rein und dann kann man sich Zeiten einstellen, wo er eben diese Erkennung machen soll. Aber wenn man ja mittags oder am Abend, nachmittags heimkommt, dann möchte man, denke ich mal, diese Detection Activity ausschalten. Da kann man das über diese Zeitplanung machen. Man möchte es zum Beispiel nur vielleicht in der Nacht wissen oder wenn man außer Haus ist. Ja, das war es alles zur Erkennungseinstellung. Wobei, eine Sache ist auch noch ganz cool, man kann
die Region sogar angeben, wo etwas, wenn an diesem Bereich etwas passiert, erst dann soll er eine Meldung geben. Die kann man dann groß, klein ziehen, wie man möchte und verschieben, dass wirklich nur an dieser Stelle, wenn da etwas passiert, dann soll eine Meldung ausgegeben werden. Und das Ganze funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Also ich war immer in der Arbeit und meine Katze, wenn sie sich mal durch die Kamera bewegt hat, dann habe ich sofort eine Meldung bekommen. Ja, dann kann man hier, wie schon vorhin noch erwähnt, einen PIN-Schutz erstellen. Zum Beispiel 1111, dann nochmal bestätigen, 1111. So kann man dann nur zugreifen, also hier in diesem, auf der Startseite, wenn man dann auf diese Kamera drückt, dann muss man eben diese PIN eingeben. Erst dann kommt man zur Kamera. Ja, dann haben wir, glaube ich, so gut wie alles durch. Aufzeichnung der Aktivitätserkennung. Hier kann man sagen, er soll nur aufzeichnen, wenn es eine Bewegung gab. Wenn man das ausschaltet, dann wird ständig aufgenommen. Speicher. Hier könnte man die SD-Karte formatieren und man sieht auch, wie viel verfügbar ist. Und ja, bei mir ist jetzt gar nicht mehr viel verfügbar. Das ist so eine 8 GB SD-Karte, die ich drin habe. Verfügbar 0,38. Also er überschreibt jedes Mal den Speicher, wenn er leer wird. Das heißt, wenn man eine größere SD-Karte hat, dann kann man natürlich weiter zurückspulen als mit einer kleineren SD-Karte. Ist ja logisch. Damit man Speicher sparen kann, kann man eben diese Aufzeichnung nur bei Aktivitätserkennung machen. Ja, dann wenden Sie mir natürlich auch durch die gesicherten Cloud-Services. Ja, hier kann man eben die Videos und Fotos verwenden von Bildern und Videos im Aktivitätsalarm durch den JI gesicherten Cloud-Service. Kann man aktivieren oder eben ausschalten. Gut, dann kommen wir nochmal hier vorne zum Startbildschirm. Hier kann man einmal das Bild größer machen. Und wenn man zurückgeht, dann wird es wieder klein. Hier kann man ein Foto schießen. Kein Zugriff auf Ihr Album möglich. Einschränkungen. Ach so, ich muss die Yi Home Kamera noch erlauben, dass er Fotos schießen darf. Das habe ich anfangs wahrscheinlich, als er gefragt hat, nicht erlaubt. Wahrscheinlich genauso mit den Videos, genau. Aber an der Stelle könnte man es machen. Hier hat man so ein Symbol mit einem Hörer. Wenn man da drauf drückt, dann hört man auch alles, was in der Kamera passiert. Also man hat jetzt gerade ein Echo gehört, weil Handy und Kamera sehr nah aneinander ist. Und mit dem mittleren Button kann man sogar in die Kamera reinsprechen. Ich zeig's mal ganz kurz. Hallo? Hallo? Jawohl. Also man hört das jetzt im Hintergrund in der Kamera. Ja, hört man eben die Sprache. Okay, das war jetzt, glaube ich. Lass mal das Echo. Oh. Jetzt habe ich noch den Lautsprecher mit dazu angehabt, deswegen hatte ich jetzt noch ein doppeltes Echo. Jo, das waren die ganzen Einstellungen, die man machen kann. Und das war es auch jetzt schon vom Video. Wie ich finde, macht diese Kamera einen wirklich guten Eindruck. Der Nachtsensor ist gut, die Aktivitätserkennung ist gut, die Bildqualität ist ausreichend. Ja, eigentlich braucht man nicht mehr. Die Kamera kostet etwa 50 Euro. Ich selber habe es bei gearbest.com bekommen. Ist zurzeit nicht vorrätig, aber wahrscheinlich bald wieder. Und ja, bei Amazon kann man auch die Home-Kamera bestellen. Die Links dazu habe ich wie immer in der Beschreibung. Ja, und das war's vom heutigen Video. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!